Klassischerweise sind die Studenten natürlich Aktuare geworden, also zur Versicherung gegangen. Aber das Berufsfeld ist inzwischen viel, viel weiter. Also, dann gab es natürlich die große Entwicklung bei den Banken, also dass viele unserer Absolventen zu Banken gegangen sind, weil man die Finanzmärkte inzwischen natürlich besser mit Mathematik versteht. Generell ist aber inzwischen so, dass unsere Absolventen eigentlich in vielen Bereichen gerne genommen werden, einfach weil sie ein sehr schweres Studium absolviert haben und das geschätzt wird von den Unternehmen natürlich. Also wir haben auch viele Leute, die einfach bei SAP arbeiten oder jetzt in jüngster Zeit in die IT-Branche gehen oder aber auch gerade die, die einen Master gemacht haben oder noch eine Doktorarbeit, die gehen oft erst gerne zu Beratungsfirmen und schauen sich dann gewissermaßen bei den Beratungsfirmen eine ganze Reihe von Firmen an, bevor sie sich dann entscheiden, in welche Richtung sie schlussendlich gehen. Es ist nicht immer so, dass man die Mathematik sehr stark verwendet später im Leben, aber sie bildet halt die Basis gewissermaßen für den Start ins Berufsleben.